Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn. Schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Falls im Hintergrund irgendwie bei mir was am Rauschen ist, das ist mein Luftentfeuchter, den habe ich gerade am Laufen, weil bei uns heute so viel geregnet hat und die Fenster waren offen und dann ist Luftfeuchtigkeit und bla und so. Also nicht wundern, ich werde das versuchen in der Nachbearbeitung ein bisschen rauszufiltern. Und ich habe mein Mikrofon heute mal anders vor mir, in einer anderen Position. Also vielleicht nicht wundern, wenn es das ein bisschen anders anhört. Jedenfalls, wir waren beim letzten Mal hier unten in der unteren Stadt. In der unteren Siedlung. Und soweit ich weiß... Zwei Punkte können wir noch aufgeben. Soweit ich weiß, haben wir hier eine Nebenquest angefangen, und zwar Verhängnisvolles Erbe. Begib dich zum Anwesen von Ranamans Familie. Ich habe tatsächlich nicht mehr im... ich weiß nicht mehr, was wir letztes Mal machen wollten. Was ist das hier? Sammeln... nee, lassen wir so. Dann machen wir das jetzt. Alright, dann gehen wir mal hier aus dem Dorf raus. Und rein in die Wildnis. Avat hat uns Frieden gemacht. So. Ah, es ist schön, mal wieder zu spielen. Ihr wisst ja, ich nehme immer ein paar Folgen auf einmal auf und hau aber ja in jede Woche nur eine Folge raus. Das heißt, bei mir ist dann immer ein bisschen Pause zwischen den einzelnen Aufnahmesessions. Das muss das Anwesen von Ranamans Familie sein. Erledige die Maschinen. Körper generell hat Schwäche von Feuerpfeilen. Ich komme hier raus. Das muss das Anwesen von Ranamans Familie sein.
Ich muss da rein. Verschlossen. Man muss da hineinkommen. Ha.
Na. Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Okay, da stellt das Signal ab. Aber das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern und alle Bewohner zu töten. Sie geht von innen auf. Okay. Danke. Ich habe nicht geglaubt, dass mich irgendjemand rettet. Ich glaube, es sind alle tot. Da war ein Köder. Ich glaube, jemand könnte die Maschinen absichtlich hierher gelockt haben. Hatte dein Vater Feinde? Oh nein, mein Bruder Ranaman. Erst kamen die Glücksspiele, dann Diebstahl, Erpressung. Er schwor Rache, als wir ihn rauswarfen. Es war Ranaman, der mich geschickt hat. Die Maschinen mussten weg, damit er das Anwesen kriegt. Diese falsche Schlange. Wir dürfen nicht... Was willst du tun, Schwester? Mir mein Erbe verweigern? Wir teilten die Wiege. Mörder. Hast du keine Ehre? Nein, vermutlich nicht. Aber dieses Anwesen. Wenn du Vater im Jenseits siehst, sag ihm, ich genieße sein Geld. Was dich angeht... Dieses kleine Gerät ruft noch mehr Maschinen. Viel einfacher, als wenn ich dich töte oder... Glaub hab ich da... So, hier bin ich.
Mehr kann ich nicht tragen. Ich bin froh, dass es gute Menschen wie dich gibt. Ein Ausgleich für Abschaum wie meinen Bruder. Mein Vater hat sich immer sehr großzügig bedankt. Eine Tradition, die ich gern fortführen möchte. Nimm dies. Ich hoffe, es nützt dir auf deinen Reisen. Eine bemerkenswerte Belohnungskiste. Das ist ja schön. So. Wir haben Fähigkeit, 3 Fähigkeitspunkte. Schlag von unten, Gegner lautlos erledigen, wenn du unter ihn hängst, das machen wir auf jeden Fall. Für die ganzen, hier. Banditenlager und so. Okay, Nebenquests, Aufträge haben wir hier noch. Ich würde sagen, wir machen das hier, ne? Stufe 16, und dann können wir hier vielleicht mit Stufe 18 weitermachen. Der Grabhort. Lass mal hier rüberreisen. Kurz so atmen, einen kurzen Schluck trinken. So, wir sind ja auf dem Weg zu Ziel Nummer 3. Das ist da unten. Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Von dem Namen gesprochen hat. Wird es plötzlich zu 1. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Er erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände am Stein und am Metall, das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tue, was ich kann. Okay. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Man sollte aber immer. Ich dachte, Avards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten.
Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Avad nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Du nennst den Tempel korrupt, aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Du glaubst nicht an den Thron, die Priester, die Armee oder die Stadt. Dann hast du hier wohl keine Autorität. Ich habe die Autorität der Sonne. Dann muss sie dir helfen. Niemand sonst wird's tun. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Feuer und Spucke. Was willst du von mir? Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassen, wofür es stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Ich hoffe, bei dir läuft alles nach Plan.